Hallo? Hallo, hier ist Elle. Ah. Es ist ein bisschen verrückt, einfach so anzurufen. Ich war mir nicht sicher, ob das nicht etwas zu schnell ist. Hatte ich Ihnen meine Nummer gegeben? Ja, aber manchmal macht man das ja nur aus Höflichkeit. Hätten Sie vielleicht Zeit für einen Kaffee? Ja, warum nicht? Ah. Tut mir leid, Sie hatten bestimmt was Besseres vor. Im Gegenteil, ich freue mich. Guten Tag. Guten Tag. Weißwein, wie immer? Ja, danke schön. Neulich Abend haben Sie mich die ganze Zeit reden lassen, aber ich weiß nichts über Sie. An mir ist nichts Interessantes. Ihr Roman hat mich so aufgewühlt. Danke. Ihr Roman hat in mir so eine Hoffnung geweckt. Dieses Buch ist schwer für mich. Im Moment ist es ganz bestimmt nicht leicht für Sie. Kommen Sie, geben Sie sich einen kleinen Ruck. Für Ihre größte Bewunderin. Wie war die Party? Ich habe eine interessante Frau kennengelernt. Wir haben den ganzen Abend geredet. Der Erfolg, die Kommentare. Im Rampenlicht zu sein. Ich könnte mir vorstellen, Sie brechen bald zusammen. Sie war wirklich nett. Ist es schon lange her, dass du nicht mehr schreibst? Mir scheint, dass sie dich aus dem Gleichgewicht bringt. Elle unterstützt mich sehr. Trotzdem mache ich mir Sorgen. Ich kümmere mich um alles. Passt das so für dich? Du nimmst jetzt die hier, das wird dir helfen. Alle Schriftsteller verwerten Sachen aus der Zeitung. Schreib dein verborgenes Buch, wieso weigerst du dich? Sogar noch persönlicher. Ich frage mich, ob da nicht jemand Besitz von dir ergriffen hat. Ach was. Sie ist eine fabelhafte Zuhörerin. Sehr aufmerksam. Was du wirklich schreiben musst, macht dir Angst. Hör doch auf mit deinem verborgenen Buch! Ich allein weiß, wer du bist. Und was du schreiben kannst. Jetzt pass mal auf. Ich habe noch nie geschrieben, um anderen zu gefallen. Und ich fange jetzt nicht damit an. Du bist verantwortlich für die Liebe, die du wächst, ob du es willst oder nicht. Aber jetzt gehst du zu weit. Du bringst dich in Gefahr. Und genau das ist die Wahrheit, der du dich stellen musst. Stopp! Jetzt ist mir alles klar. Ich muss über Elle schreiben. Dein Buch hat das alles ausgelöst. Eines Tages erzähle ich es dir. Sie hat den Köder geschluckt.